Die Menschen spielen seit Jahrtausenden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das Spiel als harmlose Freizeitbeschäftigung. Anfangs nur zur Unterhaltung gedacht, wurde das Spiel, wie so vieles im Leben, schnell um eine finanzielle Komponente erweitert. Ich bin ein Kartenspieler, ein ziemlich guter sogar. Zumindest dachte ich das eine Zeit lang. Zwei Paare. Oh, richtig mutig, Steiner. Ich hoffe, du kannst es dir leisten. Lass das meine Sorge sein. Full House. Auch der mieseste Spieler hat mal Glück. Vierling, das war's dann mal wieder für dich. Oder, Steiner? Und dieses Mal will ich das Geld sofort. Und zwar auch das von letzter Woche. Ist das klar? Unserem Johnny hier schuldest du auch ein kleines Sümmchen. Und du weißt ja, dass Johnny nicht der geduldigste ist und manchmal vergisst, wie man sich benimmt. Mehr habe ich nicht. Sehe ich aus wie eine Bank? Sehe ich aus wie eine verfluchte Bank? Was sagst du dazu, Johnny? Mich überkommt da gerade ein ganz komisches Kribbeln. Ein Kribbeln? Ja, dieses Kribbeln, kurz bevor das Adrenalin einem die Sinne ausknipst. Dieser kurze Moment, wenn du früher nach Hause kommst und du merkst, dass deine Frau nicht alleine ist und plötzlich realisierst du, dass du völlig verarscht wirst. Diese Sekunde, bevor du ausrastest und alles kaputt schlägst. Das klingt nicht nach einem Happy End. Nein, das war es nicht. Jedenfalls nicht für Sie. Steiner, gib uns einfach das Geld. Und zwar alles. Wie wäre das? Mehr habe ich nicht. So läuft es nicht. So läuft es einfach nicht. Ich will mein verdammtes Geld! Weg damit! Wirf das Scheißmesser weg! Du solltest besser aufpassen, Steiner. Wir kriegen dich, so oder so. Entweder ich oder Johnny oder wer auch immer. Wir erwischen dich. Thank you.
Hast du alles? Ja. Das geht so nicht mehr. Dein Geld. Ich meine das ernst. Es war von Anfang an Wahnsinn. Es kann nicht immer alles richtig sein, was wir tun. Jeder von uns versucht doch immer nur irgendwie klarzukommen. Es geht immer nur um die Kohle. Klasse! Richtig weise von dir. Ich kann dir noch richtig was von dir lernen. Hör auf damit. Ist doch so. Es geht immer nur ums Geld. Und genau deswegen bist du auch hier, oder nicht? Vielleicht. Kann schon sein. Ich weiß nur, dass ich diesmal nicht alles kopiert habe. Was soll das heißen? Du weißt genau, dass ich alles brauche. Alles. Die wollen diese Menschen töten. Ich kann dir die Namen nicht geben. Ich glaube, umso weniger ich weiß, desto besser ist das für mich. Und auch für dich. Ich will nur mein Geld. Und vor allem möchte ich am Leben bleiben. Man kann nicht alles für Geld haben. Das ist gefährlich. Genau. Und das war es von Anfang an. Ich will weder in den Knast noch sterben müssen. Also gib mir einfach die Daten und ich bin weg. Willst du wirklich Menschen auf dem Gewissen haben? Du musst da raus. Jetzt. Ich kann aber nicht. Die werden mich als Erste töten. Die kennen meinen Namen. Die wissen, wo ich wohne. Ich kann einfach nicht. Dir wird nichts passieren. Es wird nichts unternommen, solange du nicht in Sicherheit bist. Die werden mich finden. Überall. Du bekommst eine neue Identität. Einen neuen Wohnort. Du kannst ganz von vorne anfangen. Ein neues Leben. Ich habe dir das doch schon so oft erklärt. Du musst da raus. Jetzt. Und wieso bist du dann noch hier? Hm? Warum? Warum bist du dann noch hier und holst dir deinen Umschlag ab? Gib mir einfach die Namen. Nur die Namen. Felicia!